Der Islam hat aus einfachen Beduinen, die Götzen anbeteten, Glücksspiele betrieben und sich mit Alkohol vergnügten, eine Generation geschaffen, über die wir noch heute reden. Diese Generation hat es geschafft, das Fundament dafür zu legen, dass das Licht des Islam die gesamte Menschheit erreicht. Heute sprechen wir über Männer wie Umar ibn al-Khattab, Abu Bakr as-Siddiq, Hamza ibn Abdul Muttalib oder Khalid ibn al-Walid radiallahu anhum ajma'in. Und wir lassen uns von ihren Geschichten inspirieren. Doch genießen sie diese Stellung nur wegen dem, was sie im Islam leisteten. Denn wäre es nicht der Islam gewesen, den sie angenommen haben und der aus ihnen wahre Männer gemacht hat, dann wäre dem nicht so. Wie Milliarden von Menschen hätten sie gelebt, wären gestorben und würden vergessen werden. Aber es gab einen entscheidenden Moment in ihrem Leben, der alles veränderte. Die Botschaft des Islam erreichte sie. Ihre Herzen wurden weich und sie entschieden sich dazu, den Islam anzunehmen. Diese Entscheidung führte dazu, dass sie zu Männern mit Ehre wurden, die sich fortan mit ihrem Besitz und ihrer Person auf Allahs Weg abmühten. Doch nicht jeder nahm den Islam zu ihrer Zeit an, denn viele waren dem Islam feindlich gesonnen und wandten sich sogar von der Ermahnung ab, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sie herantrug. Der Islam kam, um die Menschen aus den Finsternissen ins Licht und von der Dienerschaft gegenüber der Schöpfung zur Dienerschaft gegenüber dem Schöpfer zu führen. Die Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist nicht nur für die Muslime eine Barmherzigkeit, sondern für die gesamte Menschheit. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt. Aber nicht jeder Mensch nimmt den Islam und den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Barmherzigkeit wahr. Wenn die Ermahnung des Islam zu ihnen kommt, die sie ins Paradies führen und von der Hölle bewahren soll, wenden sich einige in Ignoranz ab. Allah beschreibt in der Surah Mudathir, wie sich die Menschen von der Ermahnung Allahs abwenden. So sagt er subhanahu wa ta'ala, was ist denn mit ihnen, dass sie sich von der Ermahnung abwenden, als wären sie aufgeschreckte Esel, die vor einem Löwen fliehen. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die Gefühle dieser Menschen und gibt uns einen Einblick in ihr Inneres. Sie verhalten sich wie Esel, die nichts begreifen, doch wenn sie das Geräusch eines Löwen oder Jägers hören, dann fliehen sie in Windeseile. Der Esel flieht vor dem Löwen, weil er eine lebensbedrohliche Gefahr für ihn darstellt. Und genau auf diese Weise gibt es Menschen, die vor der Ermahnung Allahs fliehen. Sie haben nicht einmal über sie nachgedacht, keine Argumente dafür oder dagegen gehört. Und so enden sie letztlich in einem Zustand, in dem sie vor dem, was sie retten würde, fliehen, als wenn es ihnen schadet. Das Volk eines jeden Propheten hat es geschafft, ihre Botschaften zu verleugnen und sich von ihr abzuwenden. Auch Teile der Quraysh wandten sich von dem ab, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam an sie herantrat. Doch war es oftmals nicht so, dass sie von der Falschheit der Propheten und ihrer Botschaft überzeugt waren. Ganz im Gegenteil, viele von ihnen wussten um die Wahrhaftigkeit ihrer Personen und Botschaften Bescheid. Doch wie ein bekanntes Sprichwort sagt, wer will, der findet Wege. Wer nicht will, der findet Ausreden. Solchen Menschen geht es nicht darum, die Wahrheit zu finden und zu akzeptieren, sondern das zu machen, was sie wollen, und das leider um jeden Preis. Genauso müssen wir uns die Frage stellen, wie wir reagieren, wenn die Ermahnung Allahs uns erreicht. Entweder verdecken wir unsere Ohren und suchen nach Fluchtwegen, damit wir vor dem Islam fliehen, wie es Esel vor einem Löwen tun, oder wir nehmen die Ermahnung an, denken über sie nach und versuchen unser Leben so zu verändern, dass wir Allahs Wohlgefallen damit erreichen können.